Bayern ist bereit für die Zukunft. Mit der 3,5 Milliarden Euro schweren Hightech-Agenda von Markus Söder investieren wir gezielt in Zukunft. Es ist ein Ausrufezeichen für die Zukunft. Wir setzen auf die Schlüsselfelder von morgen, auf künstliche Intelligenz, auf Quantentechnologie, auf Cleantech, also die Umwelttechnologien von morgen, auf Luft- und Raumfahrt, auf vieles andere mehr. Warum wir das machen? Weil wir dabei sein wollen. Weil wir nicht abhängig sein wollen von anderen, abhängig sein wollen von Regionen, die vielleicht nicht mal im Ansatz unsere Werte teilen. Deswegen geht es um eigene Stärke. Wir wollen attraktiv sein für die besten Köpfe der Welt und wir wollen die besten Technologien der Welt bei uns hier in Bayern haben. Was es dazu braucht? Naja, eigentlich haben wir alles. Wir haben mit diesen 3,5 Milliarden Euro den Boden fruchtbar gemacht. Was ich mir noch vielleicht etwas mehr wünschen würde, wäre tatsächlich diese Lust auf morgen, diese Freude am Fortschritt. Im Grunde ist es ein Appell, dass wir die Ambition haben, auch wirklich bei den Besten dabei sein zu wollen. Also raus aus der Komfortzone und rein in die Zukunft. Unterm Strich ist das auch im Grunde das Versprechen für morgen. Denn niemand kann die Frage beantworten, wo stehen wir in 10 Jahren. Aber eines weiß ich ganz sicher, die beste Lebensversicherung für morgen sind Investitionen in Wissenschaft und Kunst. Jeder Euro, den wir in diesen Feldern investieren, das ist ein Euro für die Zukunft, aber das ist vor allem auch ein Euro für unsere Freiheit.